Herzlich willkommen zu diesem Thema, mit dem ich Ihnen eine Kombination Nettolohnoptimierung und pauschalotierte Unterstützungskasse mit dem Ziel BAV zu Nulltarif vorstellen möchte. Das Thema, das ich Ihnen heute vorstellen möchte, ist besonders geeignet für Unternehmen mit Mitarbeitern in niederen Gehaltsstrukturen, natürlich auch für Unternehmen mit gut und besser verdienenden Mitarbeitern, die hier einfach ein attraktives Modell schaffen möchten. Das Modell ist also vor allem geeignet für Unternehmen mit geringeren Löhnen. Das Grundkonzept basiert im Ergebnis auf einer Entgeltumwandlung und Ausgleich der Nettolohneinbuße durch den Arbeitgeber als Alternative zu einer rein arbeitgeberfinanzierten betrieblichen Altersversorgung, die damit wesentlich effizienter und auch günstiger für den Unternehmer ist. Und es ist im Ergebnis eine Kombination BAV mit Nettolohnoptimierung. Wie sieht es aus? Ganz einfach, der Mitarbeiter macht einen Entgeltverzicht in Höhe von 80 Euro, bekommt dann beispielsweise 45 Euro weniger netto ausbezahlt und der Arbeitgeber gleicht ihm das Ganze durch ein Shopping oder Dankkarte für 44 Euro aus. Der Effekt ist dann aus Mitarbeitersicht relativ einfach. Der Mitarbeiter hat das gleiche Netto und er hat eine BAV in Höhe von 80 Euro zum Nulltarif oben drauf. Das Ganze geht natürlich auch mit deutlich höheren Beträgen und vielleicht weiteren Nettolohnoptimierungsbestandteilen, zusätzlich zum Beispiel Essensgutscheine oder Internetpauschalen oder Ähnliches. Aber das Grundkonzept, Mitarbeiter verzichtet, Arbeitgeber gleicht das Ganze aus. Aus Arbeitgebersicht, da habe ich erst einmal eine Sozialversicherungsersparnis, rund 20% aus den 80 Euro. Ich zahle ihm eine Shoppingcard und habe dann 28 Euro Mehraufwand des Arbeitgebers. 44 Euro abzüglich der Ersparnis sind die 28. Liquiditätsmäßig habe ich statt 96 Liquiditätsabfluss vorher eben die 80 plus die 16, habe ich einen Liquiditätsabfluss von 44 Euro für die Shoppingcard. Sozialversicherungssteuer fällt darauf nicht ein und ich habe eine Mehrliquidität vor Steuer von 52 Euro. Der Effekt auch hier ganz einfach, 28 Euro Mehraufwand für den Arbeitgeber im Vergleich zu 80 Euro, die er bei rein arbeitgeberfinanzierten Zusage bezahlen müsste und er hat 52 Euro mehr Liquidität im Vergleich zur Lohnvariante. Also aus zwei Betrachtungsweisen für den Arbeitgeber hoch interessant. Und damit bedanke ich mich auch für die Aufmerksamkeit und wünsche viel Spaß bei den nächsten Videos.